Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, alle Jahre wieder wird das Leben teurer. Ob Versicherungen oder Dienstleistungen oder eben der Strom. Preiserhöhungen finden häufig zum Jahreswechsel statt und so auch in diesem Jahr. Die Grundversorger in unserem Land haben angekündigt, zum neuen Jahr ihre Preise kräftig anzuziehen. Die Stadtwerke von Norderstedt um 10,3%, die Stadtwerke von Heide um bis zu 13% und in Pinneberg sogar um 14,2%, um nur einige Beispiele zu nennen. Meine Damen und Herren, seit der Kanzlerschaft von Angela Merkel sind die Strompreise um sage und schreibe 60% gestiegen. Beim Fußball oder bei den Exporten sind wir nicht mehr der Weltmeister. Beim Strompreis hingegen verteidigt Deutschland wacker seinen weltweiten Spitzenplatz. Nirgendwo in der Welt ist Strom so teuer wie in Deutschland. In keinem anderen Staat des Erdballs müssen die Bürger mehr für Strom bezahlen als in Deutschland. Am 9. Juni 2018 stand in der FAZ, Deutschland hat den langjährigen Spitzenreiter Dänemark abgelöst. Und ich gratuliere hier herzlich den staatstragenden Fraktionen zu diesem wirklich traurigen Rekord. Die Energiewende aus Verbrauchersicht komplett gescheitert, Herr Kumbarski, komplett gescheitert. Jedermann wird bis zum Jahr 2018, also noch 2,5 Wochen, rund 7.500 Euro gezahlt haben. Und das ist ein Vielfaches von dem, was der damalige grüne Umweltminister Jürgen Trittin versprochen hat. Er hat nämlich gesagt, die Förderung erneuerbarer Energien wird einen durchschnittlichen Haushalt im Monat so viel kosten wie eine Kugel Eis. Herr Abgeordneter Nobis, gestatten Sie eine Bemerkung des Abgeordneten Vogt? Ich bin gerade so in Fahrt, aber bitteschön. Vielen Dank, Herr Nobis. Wenn das schon in Fahrt ist, dann... Okay, ich wollte mal nachfragen, ich weiß nicht, ob Sie gerade richtig verstanden haben, haben Sie gerade mitgeteilt, dass die AfD aus Ihrer Sicht keine staatstragende Partei ist? Und was, na, wir haben was ja keine Regierungsverantwortung. Was heißt das im Umkehrschluss für Ihre Partei? Nein, wir haben ja keine Regierungsverantwortung, auch noch nie gehabt. Da müssen wir erstmal hinkommen und ich sage auch gleich, was wir anders machen würden. Komme ich noch zu. Gestatten Sie eine weitere Bemerkung des Abgeordneten Vogt? Selbstverständlich gerne. Nein, ich wollte trotzdem mal fragen, ich glaube, man muss keine staatstragende Partei sein, um das System der Bundesrepublik Deutschland zu tragen. Also Sie sind der Meinung, die AfD ist keine staatstragende Partei und das sind Sie erst, wenn Sie Regierungsbeteiligung irgendwo erlangt haben. Die Regierenden tragen den Staat sozusagen. Wir sind ja Opposition und von Ihnen ja sowieso nicht anerkannt. Aber ich sage Ihnen gleich, wo wir hinwollen kommen. Also wo wir, was wir machen wollen, um den Strompreis zu reduzieren. Also jeder Bürger wird bis zum Jahr Ende dieses Jahres 7.500 Euro bezahlt haben. Herr Trittin und die Grünen haben damals die Energiewende also mit einer Unwahrheit den Weg geebnet. Ja, selbstverständlich, Herr Dr. Stegner. Davon sind wir heute aber weit entfernt. Energie ist längst zum Luxusgut geworden und dabei braucht jeder Strom. Strom gehört zur Grundversorgung und die Preissteigerungen treffen dann die Schwächsten am härtesten, diejenigen, die sowieso schon jeden Euro zweimal umdrehen müssen, nämlich diejenigen, die nicht unter die Mittelstandsdefinition eines Friedrich Merz fallen zum Beispiel. Die Wohnnebenkosten sind längst zum Armutsrisiko geworden, meine Damen und Herren. Und da verwundert es auf den ersten Blick, dass Parteien, die in ihrem Namen christlich tragen, liebe CDU, oder sozial, liebe SPD, sich an diesen Umständen so wenig stören. Auf den zweiten Blick wird klar, dass ihnen die Menschen in diesem Land eigentlich egal sind. Es interessiert sie schlicht nicht, wenn Wohnen zum Luxus wird. Und zwar, weil ihnen etwas anderes wichtiger ist, weil sie die Prioritäten falsch setzen. Sie stellen den Klimaschutz über alles. Sie wollen in Deutschland und ganz speziell hier in Schleswig-Holstein das Weltklima retten. Dieser vermeintliche Klimaschutz ist ihnen wichtiger als bezahlbare Energiepreise. Und deshalb treiben sie ihre unsoziale, man könnte auch sagen asoziale Energiewende voran. Und dabei werfen sie auch noch das letzte Quäntchen Vernunft über Bord. Garantierte Einspeisevergütungen, Vergütungen für nicht genutzten Strom und Überproduktion hier im Norden, leider weit weg von den großen Stromverbrauchern in Süddeutschland. Meine Damen und Herren, rund 55% des Strompreises machen heute Steuern, Abgaben und Umlagen aus. Halten Sie die Leute nicht für dumm. Die Menschen im Land verstehen sehr genau, dass die Energiewende völlig außer Kontrolle geraten ist. Und der Bundesrechnungshof hat dazu festgehalten, ich zitiere mit Erlaubnis des Präsidenten, der Bundesrechnungshof sagt, der Aufwand für den ökologischen Umbau der Energieversorgung steht in einem krassen Missverhältnis zu dem bisher dürftigen Ertrag.
Dem ist wenig hinzuzufügen. Ihre Energiewende schaltet marktwirtschaftliche Mechanismen aus und sie ist das genaue Gegenteil von sozial. Sie führen einkommensschwächere Schichten an die Armutsgrenze und es ist Ihnen dabei ganz offensichtlich völlig gleichgültig, wenn im vergangenen Jahr laut Bundesnetzagentur 14.000 Mehrhaushalten der Strom abgeschaltet wurde, weil sie ihn für sich schlicht nicht mehr leisten können. Insgesamt 344.000 Stromsperren bundesweit, meine Damen und Herren. Das ist die Bilanz Ihres energie- und sozialpolitischen Scheiterns. Die Bürger dieses Landes sind Ihnen egal. Das alles zeigt von der wahren und sozialen Gesinnung ideologisch verblendeter Klimadogmatiker. Erschwinglich wird Strom wieder, wenn zumindest 6 von 8 Umlagen gestrichen werden. Und da sind wir, Herr Vogt, was wir vorschlagen. Insbesondere müssen die Festpreisgarantien für Einspeisevergütungen der EEG-Umlage möglichst schnell auf 0 zurückgefahren werden. Die Netzentgelte machen bis zu 27% des Strompreises aus und dieser Kostenfaktor bestraft vor allem Schleswig-Holsteins Stromkunden. Der Grund: durch die Bewirtschaftung norddeutscher EEG-Standorte wird das Stromnetz hier besonders ausgebaut. Die einseitige Kostenbelastung für unsere Bürger muss schleunigst beendet werden. Das irrsinnige Geflecht von Umlagen geht einher mit sage und schreibe 26 Gesetzen und 33 Verordnungen, die alle den Strompreis reglementieren. Und alle diese Regularien gehören auf den Prüfstand, meine Damen und Herren. Stimmen Sie daher unserem Antrag zu, damit Strom auch in unserem Land irgendwann vielleicht doch noch mal wieder bezahlbar wird. Vielen Dank.